Lauchblüten? Ja, richtig. Lauchblüten könnten wirklich zu meinen Lieblingsblumen zählen. Ich bin von der Vielzahl der Sorten und ihrem Aussehen total überwältigt. Da staunt man doch, was die Natur für Schönheiten bietet. Ich mag natürlich gern echte Blüten, aber die Nachbildungen in Kunst sind so originalgetreu, dass man doch echt staunt. Wie dieser Kranz entsteht, zeige ich euch nun im Video. Lehnt euch entspannt zurück und genießt die nächsten Minuten. Viel Spaß bei der Bastelarbeit. Für die Bastelarbeit braucht ihr nun folgende Materialien. Ich habe hier Lauchblüten, Allium Kunstblumen. Die finde ich total toll. Also die sehen schon so kugelig aus. Das gefällt mir total gut. Dann habe ich einen Kranz. Der hat einen Durchmesser von 18 cm. Wenn ich den Kranz nachher aufhängen will, brauche ich eine Kordel oder ein Band. Je nachdem, was ihr dann habt oder wie ihr es aufhängen möchtet, müsst ihr dann selber entscheiden. Dann habe ich hier noch von einem alten Kranz, na, wie heißt die Pflanze denn noch? Buchsbaum, genau. Mein Mann hat mir gerade den Tipp gegeben, ich will immer Lorbeer sagen, aber das ist ja Buchsbaum. Von einem Buchsbaumkranz in Kunst habe ich so einzelne Teile abgezuppelt, weil der war nicht mehr so schön. Dann habe ich die erstmal richtig abgeduscht. Tja, jetzt kann ich die wieder verwerten. Dann habe ich hier richtig schöne Kugeln mir im Internet bestellt. Die haben einen Durchmesser von 2 cm. Die sind so schön. So, sie sehen so ein bisschen wie so kleine Muscheln aus. Also nicht von der Form, sondern von der Farbe. Die habe ich bestellt bei Matches 21 Home and Hobby. Aber ihr könnt ja mal schauen, es gibt sicher mehrere Adressen, wo man so dicke Perlen bekommt. Dann brauche ich noch eine Schere, einen Seitenschneider und natürlich die Heißklebepistole. Also diese Blüten finde ich richtig, richtig schön in Natur sowie auch in Kunst. Es gibt so viele Sorten von Lauchpflanzen und Blüten. Ich wusste das gar nicht. Ich habe es mal im Internet nachgeschaut. Also ich bin richtig platt, wie viele schöne Teile es da so gibt. Also für meine Bastelarbeit brauche ich jetzt 5 Stück von diesen Lauchblüten. Die habe ich mit dem Seitenschneider hier oben von dem langen, langen Stiel. Da wachsen die auch in Natur an so einem ganz langen Stiel. Habe ich den hier oben, habe ich die Blüte abgetrennt. So, dann nehme ich mir mal meinen Kranz und die Blüten. Die positioniere ich jetzt so, also 5 Blüten klebe ich so mittig hier auf den Kranz und zwar rundherum, so in gleichmäßigen Abständen. Hilfreich sind dabei für mich jetzt diese Perlen. Ich habe das schon früher mal ausprobiert. Wenn ich die immer so aufklebe und daneben die Blüte setze und dann wieder, dann kommt das so ungefähr hin. Also fange ich mal erst eben mit einer Perle an. Dann nehme ich ein bisschen Klebstoff und setze die so auf, dass man nicht in so eine Öffnung von der Perle schaut. Dann nehme ich mir hier die Kunstblume. Ich trage hier nur auf den Stängel den Klebstoff auf, aus folgendem Grund. Wenn der Herbst vorbei ist und ich möchte die Pflanzen nachher nochmal anders dekorieren, kann ich sie immer wieder von dem eigentlichen Kranz ablösen. So, die muss ich jetzt einen Augenblick festhalten, die Blüte, damit das hier schön so anzieht, der Kleber, dass das schön fest ist. Daneben setze ich jetzt wieder eine Perle und dann wieder eine Blüte. Das mache ich abwechselnd. Ihr müsst das so ein bisschen ausprobieren, ob das nachher auskommt, weil man sonst muss man so ein bisschen vielleicht variieren. Jetzt nehme ich wieder eine Perle, setze die daneben. So. Und dann kommt nachher wieder eine Blüte dazwischen. So. Das mache ich jetzt dann rundherum. Wieder nur in der Mitte den Klebstoff auftragen. Wie gesagt, so kann man das nachher auch noch mal im nächsten Jahr macht man da vielleicht mal ein anderes Gesteck raus. So ist das jetzt erstmal immer abwechselnd.
So sieht mein Kranz nun aus. Ich finde, da fehlt noch so ein bisschen der Pfiff, obwohl ich das so auch schon ganz schön finde. Ich habe ja hier von dem Buchsbaum so einzelne Teile von dem Kranz abgetrennt. Das kann man auch von Kugeln manchmal machen. Eigentlich hatte ich vor, immer diese Einzelteile hier so anzukleben. Aber ich habe festgestellt, das geht nicht ganz so gut. Dann hat man das eine fest und das andere nicht. Also werde ich das so machen. Ich trenne die Einzelteile ab. So. Und werde die dann nach und nach hier so ankleben. Kann ich das so ein bisschen hier auch in den Kranz reinstecken, dass das so fest bleibt. Und das mache ich nur in dem Bereich, wo die Perlen sind. Ich wollte das eigentlich vorher rundherum so machen, aber ich glaube, so sieht es einfach etwas feiner aus. So. Manchmal muss man es ein bisschen festhalten, damit sich es nicht wieder löst. Das werde ich jetzt mal an diesen Stellen so kleben. Ich bin fast fertig hier. Ich habe noch hier einige Stellen. Da vorne ist eine. Da klebe ich noch ein bisschen von dem Buchsbaum ein. So. Ich hatte so schöne Buchsbäume im Garten und dann ist der Zünsler gekommen und hat mir die total vernichtet. Deswegen bin ich jetzt auf dem Kunsttrip. So, außerdem hält das schön, sieht schön frisch aus. Also der Kranz sieht jetzt so, finde ich, ganz hübsch aus. Mehr Grün braucht nicht dran. Ich werde ihn nicht aufhängen. Ich werde ihn als Tischdeko benutzen oder seitlich an ein Regal anlehnen. Mal schauen. Also mir gefällt er ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Naja, mal schauen. Ich wollte euch mal die großen Perlen noch mal zeigen. Diese, wie gesagt, hatten einen Durchmesser von 2 cm. Ich habe auch noch welche mit einem Durchmesser von 3 cm. Ich finde, die bieten sich vor allen Dingen auch zum Basteln von Weihnachtsdekorationen an. Schaut mal im Internet nach. Wenn es euch gefällt, könnt ihr euch ja auch welche bestellen. Ich hoffe, euch hat die Bastelarbeit gefallen und ich habe euer Interesse an diesen Pflanzen geweckt. Sie sind wirklich total schön. Also, ansonsten wisst ihr, ich sammle Daumen nach oben. Würde mich freuen, wenn ihr euch für so eine Bastelarbeit interessiert. Ansonsten schaut mal in meine Playlist. Eine Playlist handelt jetzt von Igeln. Da habe ich 9 verschiedene Igeln, glaube ich, gebastelt. Schaut mal, vielleicht könnt ihr die nachbasteln. Jetzt ist die passende Zeit dazu. Naja, macht's gut. Bis dann, eure Angelika Kipp.